Armin von GigaTech auf der IFA 2016. Ich bin jetzt noch mal bei Asus. Ich hatte euch ja angekündigt, nachdem ich die Präsentation der ZenWatch 3 verpasst hatte, wollte ich euch natürlich ein Hands-on-Video nachliefern. Das habe ich jetzt getan. Wir sind in der Asus Sales and Media Lounge und hier ist die ZenWatch 3 und die schauen wir uns jetzt mal ganz genau an. Also große Überraschung vorgestern, als Asus bei der Pressekonferenz dann die ZenWatch 3 ankündigte, eine runde Smartwatch, vor allem die sehr wohl designt ist und die mit 229 Euro zumindest für die, hier habe ich sie, die Version mit dem Silikonarmband relativ günstig auch ist. Die Lederarmbandsversion kostet 20 Euro mehr, 249 Euro. Und die ZenWatch hat ein sehr, sehr interessantes Feature, das bezieht sich auf den Akku. Also theoretisch haben wir hier einen 340 mAh Akku drin. Das reicht so für eine Standardnutzung von 3 bis 4 Tagen. So, und dann haben wir aber zwei Sachen, die die ZenWatch hier besonders machen. Und zwar haben wir zum einen ein Quick-Charge-Ladegerät, mit dem kann ich innerhalb von 15 Minuten nur kann ich schon wieder 50% des Akkus aufladen, also kann 1 bis 2 Tage Laufzeit raus, und indem ich das Ding einfach nur 15 Minuten hier drauf lege, das ist schon mal beeindruckend. So, und dann war das richtig coole Feature hier, dass wir sozusagen einen portablen Energiespeicher dabei haben, der die Uhr auch noch mal auf etwa 40% hochladen kann. Das heißt, wenn ich unterwegs bin, keine Möglichkeit habe, das Ganze an ein Netzteil anzuschließen, das Ding geladen habe, wird auch ganz normal über die Dockingstation laden geladen, kann ich quasi auch beides parallel laden. Dann nehme ich einfach diese Scheibe hier, die dann auch noch mal eine gewisse Kapazität hat, steckt die hier hinten dran, dauert dann ungefähr 1,5 Stunden, bis diese 40% aus dem Zusatzakku rausgeladen sind. Gut, ich muss für die 1,5 Stunden damit leben, dass die Uhr etwas klobiger ist. Ich kann sie aber trotzdem am Handgelenk tragen, ich zeige euch das mal. Und das ist natürlich ein kleiner Preis dann, wenn ich weiß, in 1,5 Stunden habe ich dann zumindest fast die Hälfte der Ladung wieder drauf. Also das sähe dann so aus. Das ist natürlich etwas protzig, können wir es mal positiv. Aber wie gesagt, nach 1,5 Stunden kann ich es wieder abnehmen, habe 40% der Ladung drin und dann liegt sie wieder gewohnt flach am Handgelenk. Das ist also ein sehr cooles Feature für Leute, die ihre Smartwatch länger am Stück benutzen wollen und denen zwischendurch da ab und zu mal die Energie ausgeht. Ansonsten ganz kurz noch zu den technischen Daten. Wir haben hier ein rundes 1,39 Zoll Innendurchmesser messendes Display, das mit 400x400 Pixeln auflöst, also eine Pixeldichte von 287 ppi. Im Inneren werkelt Qualcomms ganz neuer Snapdragon Wear 2100 Prozessor. Der trägt auch nochmal zur Energieeffizienz bei und dazu, dass dieser 340 mAh Akku dann eben die 3 bis 4 Tage bei gewöhnlicher Nutzung durchhält. Die Abmessung vielleicht 45x45 mm und das Ganze bei einer Dicke von zwischen 9,95 und 10,75 mm. Gibt es in Deutschland erstmal ab dem vierten Quartal jetzt. Also Deutschland, USA sind die Startmärkte in den Farben Gunmetal und Silber. Da gibt es eventuell noch andere Farbvarianten, da kann ich jetzt aber noch nichts zu sagen oder kann Asus noch nichts Finales zu sagen. Und wie gesagt, 229 Euro kostet die Variante hier mit dem Silikonarmband. Die Armbänder diesmal übrigens proprietär. Das hat den Grund, dass Asus hier die Aufhängung verschönert hat und das passt jetzt nicht mehr mit Standardarmbändern, aber natürlich wird es bei Asus dann andere Armbänder als Ersatzteile geben und die Lederversion kostet dann 249 Euro. Was die Armbänder dann später kosten werden, was auch dieses Quick-Charge-Ladegerät und der Ersatzakku kosten wird, das wird auch noch nicht kommuniziert. Das werden wir dann in den nächsten Wochen zum Marktstart im Oktober erfahren. Ich bin Armin von GigaTech mit der Asus ZenWatch 3. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Ansonsten Kanal abonnieren. Alle Infos zur IFA auf giga.de/IFA und ansonsten GigaTech auf Facebook liken. Bis dahin, tschüss.